So, wir sind wieder back. Hier sind wir bei Until Dawn. Ich bin der Fangamer und jetzt werden wir mal richtig loslegen. Bist du irre? Ganz ernsthaft? Kriegst du nicht in dein Hirn, was du getan hast? Ich bin ein Heiler! Mann! Ich bringe Menschen zusammen! Nicht wie ihr Arschlöcher. Es reicht! Ihr seht doch nur, was ihr sehen wollt. Ihr seid die Klappe! Ihr seid... Alter! Es ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht. Oh je, hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann! Schluss, Mann! Scheiße, Stopp! Alter. Michael! Mike, sorry, Mann! Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist, aber ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Er ist mehr der Intelligente eigentlich. Oh. Shit, Mike, du. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt hier nicht, Mann. Oh. Machst du Witze? Es fällt mir einfach nur wirklich schwer, zu glauben, dass er Jazz etwas antun würde. Ich war aber selbst dabei. Ich hab es gesehen. Das ist ihr Blut. Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Verdammt! Wir meinen das ernst. Das ist nicht richtig. Nein, so war das alles. Doch überhaupt nicht geplant. Ihr seid ein Haufen Fieslinge. Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs. Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen. Alter, halt doch einfach nur die Schnauze, Mann. Oh ja, das ist, was ich meine. Ich weiß nicht mal, was du meinst. Weil da nichts ist, was ich bereuen würde. Oh mein Gott. Okay, fesselt mich nur, okay? Halt still, Mann. Klar, still. Weil das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Josh, Mann! Lässt du mir noch ein bisschen Spielraum, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Nicht so stramm, okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann sonst nicht zappeln. Kabelbinder, die sind der Dreck. Ja. In Gottes Namen. Die sind der bitte. Das ist ganz schön krass. Geiselnahme. War früher schon mal so drauf? Mindestens Nein, für drei Geiseln. So oder ihr Geld zurück. Hey, Mike. Mike, was? Was war da mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein, tue ich. Tue ich nicht. Ich hab ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Was? Dachtest du, ich erschieße ihn? Keine Ahnung. Komm schon, Chris. Du solltest mich besser kennen. Ja, Chris. Du kennst mich doch auch besser. Ja, dann gib mir nächstes Mal ein Zeichen, okay? Oh, ihr armen kleinen Schweinchen. Bekommt ihr nicht mal die böser Kopf, guter Kopf Nummer auf die Reihe? Überlass das den Profis, Jungs! Geh du zurück zur Lodge. Check, ob alles okay ist. Ich bleib bis morgen früh bei diesem Spinner hier. Oh, Pyjama-Party. Bestellen wir uns eine Pizza. Kommst du hier klar? Ja, die anderen wollen sicher wissen, wie es steht. Du hast recht. Bis morgen früh.
ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein? Nein, nein, nein! Sie sind fort! Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Ah! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Was? Na gut. Da lang? Nein. Komm schon. Irgendwas ist in den Minen. Hat etwas geleuchtet. Okay, hier muss es lang gehen. Oha. Was ist das? Oh, das hat man gesehen in einem Totem. Oh my God.
Oh mein Gott. Fuck it, Alter. Scheiße, jetzt habe ich mich verdrückt. Folgst du mir nach? Oh. Diese Rettungsstation anfunken und da fiel er um, der ganze Turm, direkt in die Minen. Oh, welche Minen? Hier sind überall Minenstollen, unter dem ganzen Berg. Und als der Turm umfiel, bin ich da reingestürzt. Ich komme nicht mit, der Turm ist umgefallen? Was? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag oh da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot, also von dem Sturz, nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen? Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike! Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Tür auf. Bereit? Bereit?
Los, mach endlich. Ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Ja, es sei denn, ich soll die Waffe nehmen. Nein, nein, nein. Keine gute Idee. Du die Tür, ich die Waffe. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh. Ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Wovon faselt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Sch, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht darunter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen? Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich gehe ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten. Nein, er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal, ich werde ihn holen. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Der Rest von euch, geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Hey! Komm bloß zurück. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Na gut, ich weiß, was ich tue. Ich werde die Folge hier jetzt einmal also, beenden. Wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Na gut, jetzt bin ich... ich bin der Fangamer. Wie sind diese Dinger so? Alter, ich frag noch was. Sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun?
folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier oder Menschen. Na, und wie? Folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Gehen wir mal weiter. Hab ich nicht gefragt. So, jetzt beenden wir kurz. Ich bin erfahren, gehen wir. Macht das gut? Alter! Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können Sie mich nicht riechen oder sowas? Sie riecht dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja. Ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Es sei denn, du hast keine andere Wahl. Na gut, bis dann, macht's gut, ciao und baba.